Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Mittwoch zu einem One Card Channeling. Ja meine Lieben, heute gibt es schon wieder eine Premiere und zwar werde ich heute zum ersten Mal meinen wunderschönen Kartenhalter hier benutzen. Der ist nämlich auch von Sabine Tallinger, der Name ist euch vielleicht geläufig, denn sie ist ja die Fotografin unseres tollen neuen Decks gewesen. Und sie ist auch Tischlerin und hat diesen Heart and Soul Kartenhalter hier für mich gemacht als Geschenk. An der Stelle, Sabine, nochmal recht herzlichen Dank. Ich werde ihn heute zum ersten Mal einweihen, denn wir werden die Karte, die gleich hier aus dem Tarot fallen wird für unser Channeling, dann nämlich hier in diesen Kartenhalter stellen, damit wir die besonders gut im Blick haben. Ja, meine Lieben, ich habe das Deck schon mal vorgemischt. Ich habe die Frage gestellt, welche Botschaft möchte uns heute erreichen? Wir haben ja jetzt den Neumond im Zeichen der Fische hinter uns. Diese Energie ist noch so ein bisschen im Kollektiv. Das war ja sehr emotional. Da ging es vor allem auch um die Verbindung zu uns selbst und unserer göttlichen Führung. Und ich bin sehr gespannt, was ich heute zeigen möchte als Impuls. Wenn du einmal dein persönliches One-Card-Channeling möchtest, schreib mir gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du hier unter diesem Video in der Infobox. Dann mache ich das sehr gerne für dich. Du kannst entweder eine Frage stellen oder du lässt dich einfach überraschen von der geistigen Welt, was im Moment für dich ansteht, was für dich wichtig ist. Und das frage ich jetzt fürs Kollektiv, meine Lieben. Also, ich atme mal tief durch. Okay, welche Botschaft möchte heute zu uns finden, an diesem Mittwoch? Das ging schnell, vielen Dank. Schauen wir uns mal die Karte an. Meine Lieben, das ist die Karte von letzter Woche. Anscheinend sagt die geistige Welt, dass es momentan besonders wichtig ist, uns in diese Energie zu begeben. Und diese Karte wollte nochmal fallen, deswegen werde ich sie jetzt auch nicht wieder hereinmischen, sondern ich stelle diese Karte jetzt hier in unseren wunderschönen Kartenhalter und wir werden sehen, welche Botschaften uns heute dazu erreichen möchten. Immer und immer wieder dürft ihr euch daran erinnern, dass es in eurem Leben, in dieser Inkarnation, darum geht, ein Leben in Fülle, in Freude, in Gesundheit und Wohlstand zu führen. Wir hier in den höchsten göttlichen Sphären des Lichtes möchten euch abermals darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass jeder von euch selbst zunächst in eure Ganzheit findet, um bereit zu werden für die Beziehungen der neuen Zeit. Wir möchten heute an diesem Mittwoch den Aspekt hervorheben, dass gelebte Partnerschaften, die von Liebe, von Harmonie, von Erfüllung geprägt sind, nur möglich werden, wenn beide Partner vorher in ihre Ganzheit gefunden haben. In diesem Jahr werden viele Menschen, die sich auf ihrem spirituellen Entwicklungsweg befinden, einem Seelengefährten begegnen, der ebenfalls bereits durch einen gewaltigen Transformationsprozess gegangen ist. Wie es viele von euch in den letzten Jahren erlebten, gingen karmische Seelenpartnerschaften auseinander, weil das Karma erlöst wurde. Es gibt karmische Seelenpartnerschaften, die im Moment gerade in einer wichtigen Phase der Loslösung sind und dies möchten wir mit den heutigen Botschaften unterstützen. Wenn du, der oder die diese Botschaft heute hört, bereits spürt, dass eine Verbindung zum Ende finden darf, weil sie über lange Zeit nicht erfüllend für dich gewesen ist,
weil du immer und immer wieder das Gefühl hattest, um diese Liebe kämpfen zu müssen. Oder du immer und immer wieder enttäuscht zurückgelassen wurdest, dann ist dies für dich ein Zeichen, diesen Zyklus mit deinem karmischen Seelengefährten zu beenden. Dies dient deiner eigenen Entwicklung hinein in deine Kraft, in die Liebe zu dir selbst und hinein in ein unerschütterliches Gottvertrauen, dass der Mensch, der für dich vorgesehen ist, mit dem dann eine glückliche und erfüllte Beziehung möglich ist, bereits existiert. Ihr Menschen bleibt oftmals enttäuscht und mit einer großen Blockade bezüglich eurer Herzensenergie zurück, wenn eine Situation in der Liebe schmerzlich verlief. Doch wir ermutigen euch, euer Herz nun wieder zu öffnen. Denn nur mit einem Herzen, das geöffnet ist für alles, was ist und vor allem für dich selbst, wirst du ein Magnet für die Liebe sein. Nicht umsonst bezeichnen wir euer Herz als Herzensmagnet. Denn ein offenes Herz, das voller Liebe ist, für jeden Tag eures Lebens, für euch selbst, so wie ihr seid, wirkt anziehend auf andere Herzen, die ebenfalls bereit sind, sich zu öffnen. Die Seelenpaare, die sich in den kommenden Jahren begegnen werden, dürfen davon ausgehen, dass beide Partner einen Transformationsprozess durchlaufen haben, der sie in ihre eigene Fülle und Ganzheit führte. Und diese Beziehungen, die von so hochschwingender Energie geprägt sind, werden Licht und Liebe ins Kollektiv auf Erden bringen. So sage dir jeden Tag aufs Neue, dass dein Leben leicht gehen darf. Auch Beziehungen dürfen leicht gehen. Wenn du seit langer Zeit in einer Verbindung gefangen bist, die sich für dich zum einen wie ein Gefängnis und zum anderen wie eine Last anfühlt, dann darfst du in diesem Jahr 2023 den Absprung finden. Du darfst heilen und dich selbst zur Liebe deines Lebens werden lassen. Denn damit schaffst du die Voraussetzung, in deiner eigenen heilsamen Energie einen geheilten Partner in dein Leben zu ziehen. Je mehr du in dir selbst ankommst, verinnerlichst, wie wertvoll und liebenswürdig du bist, desto größer ist die Chance, dass dir ein Mensch begegnet, der sowohl sich als auch dich genauso betrachtet. Wir hier in den höchsten göttlichen Sphären des Lichtes wünschen uns nichts sehnlicher, als dass sich in den kommenden Jahren die Menschen finden werden, die füreinander bestimmt sind, um wie heilige Paare eine göttliche Energie des Lichtes und der Liebe auf Erden zu verbreiten. Und du kannst deinen Teil heute schon dazu beitragen, indem du dich selbst in deine liebenden Arme nimmst und weißt, dass du das Beste verdienst. Meine Lieben,
Ich war jetzt selbst wirklich überrascht. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich hatte jetzt, als diese Karte wieder gefallen ist, so ein bisschen, ja, Sorge, dass nicht vielleicht die gleiche Message jetzt heute übermittelt wird. Das ist jetzt aber trotzdem ein komplett neues, aber doch unfassbar tiefgründiges Channeling geworden ist, obwohl die gleiche Karte fiel, zeigt wieder, wie wichtig es ist, auch mit dem Tarot in einer Legung, in einem Reading oder wenn ihr für euch selbst legt, wirklich intuitiv zu arbeiten. Es geht bei einer Kartenlegung, egal ob du die für dich selbst machst, für jemand anderen oder ob du dir Karten legen lässt, ob du ein YouTube-Video anschaust mit einer Kartenlegung, wirklich um weit mehr als um die Bedeutung, die du in jedem Buch nachlesen kannst, zu einer bestimmten Karte. Ich habe es oftmals erzählt, bevor ich meine allererste Tarotlegung auf YouTube veröffentlicht habe, das war irgendwann 2017, habe ich mich wirklich monatelang mit diesem Deck beschäftigt. Ich habe es mir gekauft und ich hatte, ich sage es euch ehrlich, Ehrfurcht vor dem Tarot. Ich war dann schon ein bisschen versiert im Lenormand-Legen, ja, aber das Tarot, das hat mir irgendwie, ja, ein bisschen Gänsehaut bereitet. Und bevor ich mich getraut habe, die erste Legung zu veröffentlichen auf YouTube, habe ich mich wirklich täglich mit den Karten beschäftigt. Ich habe mir extra auch diese ganz ursprüngliche Rider-Waite-Version so richtig einverleibt, ja. Ich habe über jeder Karte sinniert, meditiert, die Karte gefühlt, die Energie aufgenommen. Und da kamen so viele Impulse zu jeder einzelnen Karte hoch. Und ich fand das einfach wahnsinnig berührend, wie dieses Deck mit einem spricht. Und zwar nicht die Karte an sich, sondern die geistige Welt. Deswegen sage ich auch immer wieder, habt keine Angst davor, dass die Benutzung von Karten eurem Glauben an Gott oder Jesus entgegensteht. Das ist nicht so. Solange ihr die Karten nicht dazu verwendet, wahrzusagen, die Zukunft zu prophezeien, zu sagen, so, ich lege das so und so ist es, ist alles gut. Weil die Karte an sich ist ein Symbol für eine Energie und die geistige Welt gibt dir dann die Botschaften dazu durch. Ja. Wenn ihr das Tarot legen lernen wollt, intuitiv, dann schreibt mir gerne, ja. Ich mache in Einzel-Zoom-Coachings, Tarot-Kurse. Ich mache die extra in den Einzel-Zooms, ja, weil da geht es vor allem darum, hinein zu fühlen, dann auch zu legen und zu fühlen. Das ist für mich, ja, die hohe Kunst des Kartenlegens. Ja, sehr, sehr speziell heute und wie ich finde, auch wichtig für das Kollektiv der Seelenpaare. Ich hatte schon seltsam, ja, die letzten Tage immer wieder das Gefühl, ich sollte mal wieder ein Reading auch für die Seelenpaare machen. Das wird es geben, meine Lieben, vielleicht nächste Woche oder vielleicht auch am Sonntag. Ein Reading fürs Kollektiv der Seelenpaare. Mal schauen, welche Aufgaben da jetzt haben wir schon dann 2 Monate des neuen Jahres hinter uns, ja, wie es dann aussieht, welche Aufgaben gerade anstehen. Und bitte versteht das nicht verkehrt. Ich weiß, dass es viele hier jetzt gibt in unserer Family, die sagen, ach, ich bin da drüber weg, ich will nichts mehr von Seelenpartnern hören. Aber zum einen stecke ich letztendlich selbst in einem Seelenpartnerprozess, der viele Aufgaben für mich bereithält und natürlich auch für Micha. Und auch viele von euch sind natürlich noch in diesen Prozessen oder noch in der Verarbeitung von Prozessen. Und deswegen werde ich natürlich auch immer wieder solche Videos machen. Ne? Und wenn dich der Titel nicht anspricht, dann ist es ja auch in Ordnung. Dann brauchst du es nicht angucken. Doch wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier mittlerweile doch eine breite Range an Zuhörerinnen und Zuhörern. Es ist nicht jeder schon so weit, wie viele sind. Ja, und deswegen bitte ich euch da einfach um Toleranz. Und wenn mal ein Video kommt, wo es einfach um die Seelenpartnerschaft geht und ich dann auch mal nach der Energie vielleicht des Gegenübers frage, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Ja, also dann bitte nicht bewerten, sondern einfach sagen, okay, ich brauche es nicht mehr, für mich ist es nichts mehr. Aber es gibt hier in unserer Family einfach sehr viele Menschen, denen es hilft und die möchte ich genauso begleiten. Ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, bedanke ich mich für einen Daumen hoch. Ich bedanke mich natürlich sehr für eure Kommentare. Lasst mich gerne wissen, wie die Energie so auf euch gewirkt hat. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch in den kommenden Tagen wieder vorbeischaut. Es wird natürlich ein Wochenend-Reading geben. Es wird dann auf jeden Fall ein Seelenpartner-Reading geben. Wahrscheinlich mache ich es am Sonntag. Und ich freue mich natürlich mega, wenn ich da auch unser neues Deck verwenden kann, meine Lieben. Das Deck kommt super gut bei euch an. Auch hier herzlichen Dank für die vielen, vielen lieben Rückmeldungen. Wie toll das Deck mit euch spricht und wie schön die Energie ist, die dieses Deck euch in eure eigenen Kartenlegungen bringt. Durch die vielen Zusatzkarten sind einfach sehr vielfältige Deutungsmöglichkeiten und ganz detaillierte Legungen möglich. Und das werde ich auch in meinen Videos natürlich in der kommenden Zeit sehr intensiv anwenden und in euren persönlichen Readings sowieso. Ja, meine Lieben, dann habt jetzt einen schönen Mittwoch. Ich danke euch fürs Zusehen und schicke ganz liebe Grüße aus Mallorca. Die Uli. Tschüss.